Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 3. Ich werde jetzt auch noch mal gongen, damit jeder weiß, dass wir jetzt gleich in eine Wahlhandlung eintreten werden. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3, Wahl der nichtrichterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen. Nach § 6 Absatz 1 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof legen die Fraktionen zur Wahl der 6 nichtrichterlichen Mitglieder Listen vor. In jeder Liste müssen die Namen und Anschriften von mindestens 10 wählbaren Personen verzeichnet sein. Die Listen sind spätestens am 30. Tag vor dem Wahltag bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtags einzureichen. Spätestens am 21. Tag vor der Wahl sind die Listen mit den Namen der vorgeschlagenen Personen ohne Angabe der Anschriften bekannt zu geben. Die Einreichung erfolgte fristgerecht, ebenso die Bekanntmachung vom 16. Februar 2024. Die Mitglieder sind in der Reihenfolge gewählt, in der ihre Namen in den Listen verzeichnet sind. Die übrigen in den Listen verzeichneten Personen sind stellvertretende Mitglieder in der Reihenfolge der Listen. Nach § 3 Absatz 1 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof kann als Mitglied zum Staatsgerichtshof nur gewählt werden, wer das 35. Lebensjahr vollendet hat, zum Landtag wählbar ist und sich für den Fall seiner Wahl schriftlich bereit erklärt hat, das Amt anzunehmen. Nach den Bestimmungen des Landtagswahlgesetzes ist zum Landtag wählbar, wer mindestens während der letzten 3 Monate vor dem Wahltag seinen Wohnsitz in Hessen hat, wobei bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts der Ort der Hauptwohnung als Wohnsitz gilt. Es liegen Ihnen hierzu die Wahlvorschläge der Fraktion der AfD, Drucksache 21-148, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 21-149, der Fraktion der SPD, Drucksache 21-150 und der Fraktion der CDU, Drucksache 21-151 vor. Nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über den Staatsgerichtshof ist die Wahl geheim. Nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich einzeln erfolgen wird, erhält jeder von Ihnen am Ausgabetisch rechts von mir von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern einen gelben Stimmzettel. Von dort aus gehen Sie bitte zur Wahlhandlung hinter die Porträtwand zu einer der beiden Wahlkabinen. Ich weise darauf hin, und das ist sehr wichtig, dass Ihr Stimmzettel nur ein Kreuz in einem Kreis und keinerlei weitere Kennzeichen oder Bemerkungen enthalten darf. Sonst ist dieser Stimmzettel ungültig. Enthält Ihr Stimmzettel keine Wahlentscheidung, gilt die Stimme als nicht abgegeben. Ich darf Sie bitten, diesen Stimmzettel gleich zweifach gefaltet in die Wahlurnen zu werfen, die sich dann auf dem Stenografenplatz hier vor dem Rednerpult befinden. Sie können nach der Wahlhandlung den Plenarsaal durch die Türen in Richtung Lobby verlassen. Damit die Ausgabe der Stimmzettel und die Wahlhandlung nicht gestört werden, sind die rückwärtigen Türen geschlossen zu halten. Zu Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für die Wahl bestimme ich auf Vorschlag der Fraktionen Herrn Abgeordneten Christian Wendel von der CDU-Fraktion, Herrn Abgeordneten Pascal Schleich von der AfD-Fraktion, Herrn Abgeordneten Oliver Ullort von der SPD-Fraktion, Frau Abgeordnete Kati Walter von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Herrn Abgeordneten Janke Pürsün von der Fraktion der Freien Demokraten. Ich bitte nun, die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zum Ausgabetisch zu kommen, um sich dann entsprechend ihrer Aufgabe von dem ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlurne und der Wahlunterlagen zu überzeugen. Ich stelle fest, es werden keine Beanstandungen gegen den ordnungsgemäßen Zustand erhoben.
Ich bitte bei der Wahlhandlung darauf zu achten, dass keine Schlangenbildung an der Ausgabestelle und den Wahlkabinen entsteht. Und ich bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass keine Fotoaufnahmen von den Stimmzetteln gefertigt werden. Ich bitte nun die Schriftführerin und den Schriftführer mit dem Namensaufruf zu beginnen. Herr Al-Wazir, Frau Anders, Herr Appel, Frau Arnold, Frau Bächle-Scholz, Herr Bamberger, Herr Bersch, Herr Dr. Bartelt, Frau Barth, Herr Barton, Frau Bauer, nee, sorry, Herr Bauer, Herr Bausch, weiter im Text. Herr Bellino, Herr Plätzer, Markus Bocklet, Michael Bottenberger, Frederik Bouffier, Dr. Matthias Büger, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Angela Dorn, Tobias Eckert, Nina Eisenhardt ist entschuldigt, Arno Enners, Martina Feldmeier, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Peter Franz, Jürgen Frömmrich, Markus Fuchs, Klaus Gagel, Dirk Garf, Kerstin Geis, Nadine Gersberg, Jennifer Giesler. Lisa Gnadl, Hans-Christian Göttlicher, Dr. Frank Grobe, Vanessa Gronemann, Stefan Grüger, Tanja Hartegen, Nina Heidsommer, Christian Heinz, Birgit Heidland,
Thomas Hering, Sascha Herr, Julia Herz, Alexander Hofmann, Heike Hofmann, Andreas Hofmeister, Hartmut Honker, Tanja Joost, Bijan Kaffenberger, Esther Kalvaram, Heiko Kasseckert, Kaya Kinkel, Lara Klees. Stefanie Klee, Wiebke Knell, Dr. Josephine Köbe, Matthias Körner, Marie-Sophie Künkel. Kirsten Kunz, Robert Lambrou ist entschuldigt. Thorsten Leveringhaus, Dominik Ley, Andreas Lichert, Andreas Lobenstein, Frank Lorz, Professor Dr. Alexander Lorz, Felix Martin. Johannes Marxen ist entschuldigt, Daniel May, Sascha Meyer, Christoph Mikuschek,
Maximilian Müger, Lothar Mulch, Hans-Jürgen Müller, Witzenhausen, Michael Müller, Landil. Sebastian Müller, Dr. Stefan Naas, Anna Nguyen, Manfred Penz, Jan-Wilhelm Pohlmann, Moritz Promny, Janki Püssün, Claudia Ravensburg, Markus Resch, Michael Reul, Boris Rhein, Volker Richter, René Rock, Christian Rode, Jochen K. Roos, Günther Rudolph, Sebastian Sack, Max Schad, Marion Schad-Sauer, Gerhard Schenk, Patrick Schenk, Maximilian Schimmel. Katrin Schleenbecker, Pascal Schleich, Lukas Schmitz, Stefan Schneider, Anna-Maria Schölch, Heiko Scholz, Ingo Schon, ja. Dimitri Schulz, Olaf Schweier, Uwe Serke, Christoph Sippel,
Dr. Daniela Sommer, Sebastian Sommer, Kim Sarah Speer, Frank Steinraths. Oliver Stierböck, André Stolz, Oliver Ulott, Tobias Utter. Bernd Erich Vohl, Matthias Wagner, Astrid Wallmann. Kathi Walter, Sandra Wegels, Marius Weiß, Christian Wendel, Annette Wetekamp, Axel Wintermeyer, Turgut Yüksel, Christine Ziegler sowie Maximilian Ziegler.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kriege das Signal, dass niemand aktuell mehr an einer Wahlhandlung teilnimmt und darf aber jetzt noch mal ausdrücklich nachfragen. Hatten alle Abgeordneten die Möglichkeit, einen Wahlzettel abzugeben? Und sind alle Wahlzettel abgegeben? Ich höre keinen Widerspruch. Damit schließe ich den... Alles in Ordnung? Okay, gut. Damit schließe ich den Wahlgang und bitte nun die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen zu beginnen. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses werde ich die Sitzung für einen kurzen Moment unterbrechen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte um Aufmerksamkeit. Ich setze die unterbrochene Sitzung fort. Ich habe von den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern das Ergebnis der Wahl erhalten und darf Ihnen nun die Niederschrift verlesen. Abgegebene Stimmzettel 130, ungültige Stimmzettel 0, Zahl der gültigen Stimmzettel 130. Dabei entfielen auf den Vorschlag der Fraktion der AfD 25, auf den Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen 21, auf den Vorschlag der Fraktion der SPD 23, auf den Vorschlag der Fraktion der CDU 52 Stimmen, Zahl der Enthaltungen 9. Damit sind Professor Dr. Steffen Detterbeck, Dr. Desiree Dauber, Frank Richter, Ulrich Fachinger, Professor Dr. Dr. H.C. Ute Saksowski, Stefanie Rachor zu nichtrichterlichen Mitgliedern des Staatsgerichtshofs des Landes Hessen gewählt. Damit ist die Wahl der nichtrichterlichen Mitglieder des Staatsgerichtshofs vollzogen und die Vereidigung findet wie vereinbart am Donnerstag nach der Mittagspause hier im Plenarsaal statt.